Ich höre natürlich, ich bringe Sochbett auf Unterhaltung auf Deutsch. Ich Sochbett, Unterhaltung, Predigen, ist auch, kann man sagen. Ja. Wirkt noch nicht, ja. Ich bin Mullaheide, kann man sagen. Alema, Shay, Hodges, kann man sagen. Sophismus, Mythmus, Ifanismus und Derwischmus, kann man sagen. Khalifa, kann man sagen. Mullah, Wakil, Vertreter, Wakil und Köse, kann man sagen, inshallah. Also ich bin jetzt auch bett, ich höre auf Deutsch und dann auf Deutsch, predige auf Deutsch, inshallah. Red noch nicht. Ja, der Islam. Islam hat gewonnen. Ja, wenn du einen Fehler siehst, einem Muslimen, sag nicht, Islam ist so schlimm, Islam ist so böse, nicht sagen. Sag keine Schimpfwörter, weil derjenige hat es selbst gemacht. Der Islam hat keine Fehler. Der Islam hat keine Fehler, diejenige hat Fehler oder diejenige. Die Frau oder die Herr, sehr geehrte Dame hatte Fehler. Diejenige hat nicht. Es ist so. Deswegen, wir müssen es sichern. Unser Dawa, unser Recht muss Islam sein. Augenblick. Ja, Islam vor 1400 Jahren gekommen. Ja, Prinzip. Prophet Muhammad war Prophet. Es ist so, der erste Prophet und Prophet Muhammad war Prophet. Ja, erster Prophet und der letzte Prophet war Prophet Muhammad. Ja. Es ist so, daher, die Islam hat weitergekommen. Zum Beispiel der Judentum, der Christentum, der Moslemen. Der Judentum war auch richtig Religion. Der Christentum war auch richtig Religion. Der Islam war auch richtig Religion. Judentum war Name Judentum. Christentum war Christentum Name. Islam war islamischer Name. Islam. Das alles hat von Prophet Muhammad, von Gottes Engel Gabriel gesendet. Ja, Bücher gegeben, ja, so weiter. Daher, Islam hat gekommen. Zum Beispiel, heute gibt Islam für uns Frieden. Prophet Muhammad Salam war. Ja, diejenige, der kleine Volk, der Araber damals haben gesagt, Mekka Medina haben gesagt, die ist blöd, ist, der ist dumm, ist, die ist böse, ist, der, sie haben gelogen, aber der war ein Prophet, gesegnet. Der war Nummer eins, der ist immer noch Nummer eins. Ja, ich spitze. Daher, wir müssen es benötigen. Ja, es ist so. Islam ist Friedenreligion. Also, zum Beispiel, heutzutage, der Prophet Muhammad hat vier Kalifa. Erster war Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiq. Keine Bade, sondern Abu Bakr Siddiq. Der war. Seine Frau, seine Vater, Schwiegervater von Prophet Muhammad, können wir sagen, der Abu Bakr Siddiq. Gleichaltrig oder 10 Jahre größer ist der Prophet Muhammad oder der Abu Bakr Siddiq. Ja. So, der Abu Bakr Siddiq hat keine Schwader geworden, keine Schied geworden. Ja. Der erste, der macht der Volk, der erste, der macht der Volk, ist. Emir al-Mu'minin war Abu Bakr Siddiq. Zweite Emir al-Mu'minin hastet immer Hatta Faruk. Ja. Der immer Hatta Faruk war, der immer hat, der immer hat, zweite Emir al-Mu'minin Hatta Faruk war, der Iran-Pers-Eroberer. Der war großartig.
der Byzanz halbes, der Kreuzige halbes, Anatolien halbes geerobert haben. Der Jerusalem eroberte war, der immer hat davon. Der dritte war Osman von Senouni. Osman von Senouni war, hat Erschreckung von, hat zu denen haben der Erschreckung der Engel. Der Engel haben zu denen Erschreckung. Der war größerste Engel. Der Allerheide Kämmerleutsche. Allerheide Kämmerleutsche größerartig. Der Haydak, İmam Haydar, İmam Haydar, İmam Haydar, İmam Haydar Kemalovic'e. Der war vierte Kalife. Vom Vater Ehl-i Beyt, vom Vater Ehl-i Beyt, hat vor Tochter von Prophet Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem seine Ehemann, İmam Haydar. Ja. Imam Hussein und Imam Hussein sein Vater. Ja. Beide waren Enkel von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beide wurden schon da. Getötet geworden für Islam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beträgt einen Berg. Da war Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhum, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Osman von Senouni, ja, und ja, es muss sein. Sagt es so, der Berg schietet. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam sagt es so. Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam sagt es so. Schietet der Berg, neben mir ist eine Siddiq für Abu Bakr Siddiq, zwei andere für die drei immer davon und Osman für zwei Schuhe da. Sagt er so, ja. Islam hat arm gekommen und arm geht es. Letzte Beteiligung werden auch arm. Deswegen wir müssen Islam lieben, künftig. Islam sichern. Islam muss unser Herz sein. Wir müssen mit Sahabe Gutes auch mögen. Sahabe, keine Wort sagen zu Khalifa Rashidin oder Sahabe Gutes, keine Wort sagen Prophet Muhammad seine Familie. Das sagt der Islam. Daher, wir müssen Islam lieben. Islam muss unser Herz sein. Wir müssen Herzen lieben. Kein draußen, in Aussehen, Muslime, Herzen, Küffer, das sind nicht wahre Muslime. Dann gehst du nach Hölle. Der muss Herzen auch Muslime sein. Dein Will muss Islam sein. Dein ja, Muslime, dein Mohammed, dein Will muss sein, Muslime sein. Dann will muss man. Wir müssen Reue machen, Töbe machen. Aber Reue machen. Reue machen, Töbe machen ich schon noch. Sicher. Wir müssen Töbe machen, wir müssen fünfmal am Tag beten. Ich sage zu Küffer nicht. Ich sage zu Küffer nicht. Weil ich sage zu Küffer nicht. Weil Küffer sage ich zu Küffer nicht. Weil die eine Vers sagt, Allah Ta'ala, wenn du eine Muslime Muslime macht, der macht die Küffer. Deswegen ich lasse es. Ich bin für mich beteiligt, für meine Familie. Der Islam ist, ich sage, unsere Zeit ist gekommen, 10 Minuten, fast 10 Minuten, 10 Minuten 50 oder 9 Minuten 50 oder sowas. Der Islam ist Frieden. Wir müssen gegeneinander einverstanden sein. Nachbarn auch. Küffer kann sein Nachbarn. Wir müssen einverstanden mit Frieden leben. Wer ist denn schon Mullah da? Mullah da.